Moin Moin, herzlich willkommen Leute zu einer neuen Runde King of Retail am heutigen Freitag. Schön, dass ihr reinschaltet. Ich glaube, wir haben beim letzten Mal schon alles gemanagt, ne? Also müssen eigentlich praktisch nur in den neuen Tag starten. Wir hatten ausgebaut tatsächlich, wir hatten zwei Parzellen gekauft, wir hatten gesehen, dass wir knapp 6000 genau an den Konzern überweisen dürfen, was gerade so die Konzernkosten deckt. Aber wir sind kurz vor Aufleveln. Stichwort Schule. Wollen wir mal gucken, ob wir es heute schaffen. Schön wär's, aber ich glaube noch nicht ganz. Heller machen. Aber sowas von knapp, ne? Nicht ganz gereicht. Fehlt noch irgendwie wieder so ein Punkt. Ja, also gehen wir zum Laden, ne? Und, ja, einen Tag müssen wir noch rumkriegen, einen Ingame-Tag. Und dann wollen wir gleich mal gucken. Ah, hier, das sieht noch so aus wie vorher. Also sprich, wie ein Laden aussieht, wenn da alles nackt ist. Dann müssen wir gleich mal gucken. Design-Inventar, ob wir das auch anklicken können. Oh ne, es ist ja grün geworden, das wollte ich gar nicht. Was haben wir denn da für einen Boden? So, ich kann auch hier eine Pipette nehmen, oder? In die Wand. Das ist erstmal nur, um es jetzt hier gleichmäßig zu machen, wobei da hinten sind auch andere, sehe ich gerade, aber egal. Wir haben Ware bekommen. Erstmal auspacken, aber ich glaube, Victor fängt ja auch früh an, ne? Also was wir für den Laden noch brauchen, ist noch eine Vollbesetzung oder halt irgendwie ein, zwei Arbeitsstunden weniger. Dann sind wir bald so weit, dass wir ja, unseren ersten Laden alleine lassen können. Und uns irgendwann einen zweiten Laden gönnen können. Aber bis dahin müssen wir noch ein bisschen Geld verdienen. Wir müssen noch Geld in den Konzern reinbringen. Ja, weil sonst ist ein neuer Laden noch weit, weit entfernt. So, erstmal ein bisschen auffüllen. Eigentlich ist es ja wieder ganz gut abverkauft worden am letzten Tag. Hey, have a minute. Kassierer steht an der Kasse. Ah, müssen wir wohl mal helfen. Habe ich noch das, mach das sogar noch fertig. Hey, a little help. Wieder eine Tiger. So eins passt ganz gut. Thanks. Das geht doch wieder gut los, eine neue Aufnahmesession. Gleich einen Sale. Kann ich mir ansehen, das könnten sie allerdings. Thanks. Marc ist am Start, also Verkäufer ist da. Victor hat heute einen Tag frei scheinbar, ne? Sind zwar ja schon da. Was sein? Ja, hier wollen wir noch die anderen Sachen jetzt hintragen, ne? Die anderen Regale. Brauchen wir schon mal Platz für Schuhe. Noch haben wir keine Schuhe im Konzept. Aber es dauert nicht mehr lange. Ich könnte mir vorstellen, dass wir, aber das wird nicht ganz so einfach, generell irgendwie mal umbauen, so in Richtung von wegen, da ist die Sportabteilung. Ne, dass man sagt, hier hinten sind nur noch Sportsachen. Trikots, drei Trikotständer haben wir hier. Plus das hier ist Trikot. Kann man, kommt mal jetzt hier hinten hin. Wir haben mal komplett hier gegen. Wir wissen natürlich noch nicht genau, wie viel Platz wir da rausholen, aber. So weit können wir. Hier drüben sind nirgendwo Trikots. Wir haben aber, glaube ich, noch Trikots im Bestellmenü, die wir selbst noch nicht in unserem Laden haben. Und da hätten wir natürlich jetzt die Chance, das dann auch aufzubauen. Ne? Geld haben wir ja. Kaufinventar für Kleider, Hemden. Ein Regal. Das wir hier zwischensetzen. Dann sollten wir den anklicken, glaube ich, vom Farbsystem und sagen kopieren. Und die können wir hier drüben einfügen. Ja, genau. Ja. Thanks. Marc war ja auch da gewesen.
Thanks. Aber uns läuft's heute, Marc, das muss man sagen. Ich weiß ja nicht, ob die da hinten noch verkauft werden, aber ich trage sie da mal hin. In die Sportabteilung. Abstände müssen wir sehen, dass wir überall gleich viel Abstände haben. Da könnten wir uns sogar schräg hinstellen, schönen Platz verschwendend. Keiner an der Kasse, ich mache gerade Pause. Dann müssen wir mal gucken, welche Trikots uns noch fehlen. Und wenn das... Ach, Victor ist da. Das Gute, füll mal auf. Also wie viel Luft wir hier vorne jetzt kriege ich meine Sonne natürlich, wir wollen noch ein bisschen umbauen. Ist mal fertig jetzt mit Pause eigentlich, Dennis? 10, ne? Bis 10 wird wohl keiner mehr nicht warten können. So, haben wir die, dann würde ich den erstmal wegnehmen. Ja, das mag nicht das Beste sein, dass wir es gerade jetzt machen, ne? Weil einige Leute wollten vielleicht was kaufen, können nicht kaufen, weil wir es gerade irgendwie weggestellt haben. Aber so ist das eben. Jetzt können wir einen Tag verkraften, der nicht ganz optimal ist. So, also das ist hier, ne? Hier ist jetzt sozusagen die Sportabteilung. Hier ist ein bisschen na, Freizeitkleidung. Da kriegen wir auch an, also nichts mehr zwischen aufgrund der Mitarbeitereingangstür. Hier wäre jetzt noch Platz für ein Regal von so Standardhemden. Also hier hätten wie gesagt zwei Trikots. Wir haben auf jeden Fall, würde ich sagen, dieses nicht und das rote nicht. Active Sportswear, ne? Die grünen haben wir, die haben wir, die haben wir. Oder die hier, die schwarze und das blaue ist es, glaube ich, ne? Kann ich hier nicht. Das gehört zu dieser Serie. Ja, 10 Stück jeweils, ne? Weil gehört ja zum Mindestbestellsystem. Müssen wir eigentlich auch dann die bestellen. Machen wir erstmal nur 5, obwohl er macht eh dann 10, ne? Wir sollen ja eigentlich ins Mindestbestellartikel bestellen. Hey, have a minute. Geld läuft aber, ne? Thanks. Ja, hätten wir selber machen können, selber schuld. Gut, dann kriegen wir hier schon mal die neue Ware ran. Und... Sportlich, sportlich. Stimmt schon, das ist ein bisschen eng und vielleicht sollte man tatsächlich ein bisschen Abstand halten. Die immer nur so hinstellen, damit die Leute ein bisschen besser links und rechts zulaufen. Müssen wir einmal, ups, müssen wir einmal kurz umstellen. Noch können wir das ja.
Die brauchen ziemlich genau 4. So, also hier fehlt jetzt noch ein Regal. Ich achte gerade gar nicht so richtig auf den Tagesumsatz, ne? Da, oder? Ich glaube, sie ist noch nicht angekommen. Wollen wir noch mal gucken, welche die haben wir, diese Hemden. Und diese standardklassischen Hemden. Kurzärmlich, ne? Hier, die gibt es nämlich in etlichen Farben. Wir haben Blau, wir haben Schwarz, wir haben Rot und das Helle. Wir haben kein Grün. Wir haben auch dieses... Doch, das wird das sein, das Gelbe nicht. Das wird schon mal ein teures Update, ne? Was wir bisher gemacht haben. Und jetzt will ich mal gucken, was passt denn hier gar nicht mit zu eigentlich. Zwei Stück kriegen wir weg. Dann würde ich den wegnehmen und den, weil das beides gleiche sind. Die praktisch schon räumen gleich das ganze Regal weg, als machen das noch in Einzelteilen. Ne? Weiß, der Laden ist gut voll, aber ich glaube vom Laufen her passt das. Also können sein, dass wir es noch ein bisschen weiter auseinanderziehen hier. Und denen jeweils noch ein bisschen mehr Lauffreiheit gewähren. Das ist ja noch kein Artikel, ich wollte gerade sagen, warum ist das denn leer? Sollen wir mal irgendwo auffüllen? Nö, eigentlich sieht es ganz gut aus. 16 Uhr, 33.000. Ich glaube tatsächlich, dass wir heute wenig Gewinn machen. Ist für den Konzern, können wir das einen Tag überleben. Mehr aber auch nicht, weil sonst hauen uns die Manager ab, weil sie kein Geld mehr verdienen. Wegen so Riesenumbauten können wir uns tatsächlich gar nicht erlauben. Wir hätten noch ein bisschen Platz, vielleicht dürfen wir das üben, ne? Ich würde es mal sehen, ich will mal sehen, wo wir dann landen würden. Während des Umbaus hat er sich noch gegrabt. Kann in der Kasse gerade. Ah, wir haben noch ein bisschen, noch ein bisschen Zeit für Umsatz. Wir haben mal Zeit hier aufzufüllen. Machen wir nächstes Mal auf. Das läuft echt krass. Meistens. Ich glaube, wir kriegen tatsächlich noch ein Regal dazwischen. Ne? Also erstmal diese ganzen Jacken. Eile ja schon. Und 4 neue Hemdenartikel haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal dann im Sortiment. So, bis hier geht das. Dann würde ich hier, geht in das erste Schuhregal. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Hey, wo? Valerie ist doch da. Wo ist sie denn? Hey. Thanks.
Das steht noch gut. Thanks. Hey, a little help. Valerie ist jetzt wieder zurück. Thanks. Gerne. Hey, have a minute? Hey, can you help me? Thanks. Ja, da merkt man aber schon, die müssen sich schon ein bisschen durchquetschen teilweise, ne, um irgendwo hinzukommen. Das passt ja eigentlich schon ganz gut hier, wobei ich würde... Ne, wenn ich das umbaue, macht es auch keinen Sinn. Doch, das würde so Sinn machen, um das gleichmäßig zu machen. So, ne? Sehr schön. Großer Umbau im Laden, die Leute. Und läuft trotzdem hier, ne? 41.000 haben wir Cash. Wir haben relativ viel ausgegeben. Im Regal, wir haben zweimal komplett neu bestellt. Was ist hier denn los? Haben sie komplett abverkauft. Hi, spare 2 seconds. So oder so kriegen wir halt hier mit dem Eingang nicht ganz was hin, aber können wir den Eingang nicht verlegen? Oder ist der Safe fest? Mal nur ein bisschen rüberschieben, dann hätten wir hier noch einen Platz für ein Regal mehr. Ich wusste aber gerade was von Reifen. So, und jetzt ein Sales. Die sind noch mal ein bisschen auseinandergezogen. Kommen wir gerade nicht weg, sorry. Ach, umso länger der Laden wird, umso weiter müssen wir laufen. Und da sehen wir, da kommen sie halt nicht durch, weil wir da im Weg stehen, ne? Feierabend. Wir können natürlich noch ein bisschen weiter hier über Lager gehen eigentlich. Dann hätten wir hier auch noch mehr Platz. Ihr dürft noch bezahlen. Das geht schon leer aus der Ecke, ne? Aber bald sind da Schuhe. Noch mal ein bisschen Ware packen. Auf Lager von denen. Von denen könnten wir vielleicht noch was haben, auch nicht. Aber das war ein ziemlich großer Umbau, würde ich behaupten, und mir gefällt's. Jetzt müssen wir nochmal 5.000 bezahlen. Ja, unser Startkapital war 17 oder so, ne? Kann sein. Das wären 22. Wäre natürlich kein großes Highlight heute, logischerweise. 11 würden nach aktuellem Stand in den Konzern rübergehen, das bleibt aber nicht. Wir müssen noch neue Ware bestellen. Dennis braucht einen freien Tag, kannst du kriegen. Nächsten Tag können wir gerne wieder die Geschichte machen. Heute verkauft der Tegelbestellung ab Mindestlagerung. Tegel bestellen. Und bleibt nicht mehr viel Plus für den Konzern übrig. Das ist schon mal jetzt safe.
Ja, wir gehen nochmal ins Mindestlager und hauen nochmal die neuen Artikel rein, ne? Die hatten wir noch nicht drin jetzt. Und zwei neue Trikots. Schwarz und Blau hatten wir, glaube ich, genommen, oder? Heute Bestellverlauf, Bestellverlauf. Da müsste es doch drin sein, oder? Das, ja, das ist richtig. Dann können wir hier ein bisschen zur Seite schieben. Dann sehen wir, das ist einmal das schwarze Trikot, blaue Trikot. Sind sie da jeweils auf 10? Hallo? Und ja, wir haben noch so viele schicke Sachen, eigentlich in Anführungsstrichen schick, aber Sachen, die wir dem Laden noch gönnen können. Aber klar, wir können auch sehr, sehr weit upgraden. Das wissen wir mittlerweile. So, und dann haben wir noch die etwas schickere Linie für den Herren. Davon auch 10. Nur die anderen, die verkaufen sich ja auch ganz gut. Da müssen wir vielleicht Preise dann nochmal anpassen, aber das können wir dann immer noch. Not, wenn die auch ein bisschen besser abverkauft werden. Okay. Gibt es mal diesen ganz komischen bunten eigentlich noch insgesamt mehr, oder sind das die einzigen beiden? Weil die laufen gut. Den gibt es auch noch in grün. Streetlife ist das. Nee, das gehört noch zu Casual Clothes. Diese ganzen gestreiften aber auch nicht. Davon gibt es 4. Würde sich noch mal so einen kompletten Ständer damit zu machen, ne? Diese 4er Ständer zum Beispiel. Aber okay, erstmal ausloggen. Mal kurz auf die Mitarbeitertafel geguckt. Dennis braucht einen Tag frei. Soll er kriegen, kriegt er ja auch. Was hat er noch gelernt? Er hat noch ein bisschen Renommee gelernt. Valerie, den letzte Verkaufsgeschichte oder was? So, schnell. Ah, nee, da. Also, auch alles gelernt. Hat er noch einen? Okay, hat vielleicht auch gleich alle. Gut, so einfach ist das. Nice, perfekt. Schichtplan für morgen. Also, der Dennis ist da. Allen geht's gut. Würde ich sagen, kann Victor auch noch eine Stunde mehr einräumen, oder? Auf jeden Fall kann er das. Dann wollten wir noch jemanden haben, der abends noch mal 2-3 Stunden Ware einräumt. Also irgendjemand gut für Nachschub, ne? Corinna. Mal gucken. Und auch gerne sonst Kasse oder so. Nachschub. Gar nicht so schlecht. Muss halt noch lernen, ne? Ich muss mich jetzt noch nicht entscheiden, ne? Habe ich jetzt gelernt, dann liegt es da auf dem Tisch. Ja. Nee, ist nicht so gut. Wie kann ich denn? Kann ich alles nicht so gut. Da möchte ich gar nicht weiter reden. Charlotte. Ja. 1, 2, 4, 5 Sterne da drin. Aufräumen nicht an Gefahr nachfüllen, muss halt aufpassen. Müssen aber, ich meine, gut, wenn wir Ware ausgepackt haben, selber ist nicht das Problem. Und sie wäre die perfekte Kassiererin. Müssen aber auch tatsächlich gleich mit 100 in der Stunde anfangen, ne? Die Stunde gleich, ne? Ja, die war zu teuer, weil die perfekte Kassiererin wollen wir ja gar nicht. So, was kannst du so? Gleiche Thema. Kann nicht so gut. Paul und Pendler.
Können wir eigentlich so viel aufdecken mittlerweile? Besser sind oder wie? Ich glaube, ich nehme die Frau da. Damit könnte er leben. Ist alles ziemlich gleich gut, ne? Auch ein guter Kassierer. Gleich angenommen, okay. Dann würde ich den sogar nehmen. Die beiden nicht. So, da haben wir einen neuen Kollegen, der aber nur abends irgendwie schnell mal für, naja, ich sag mal, der Victor geht jetzt wirklich in Frühdienst, füllt da auf. Und der macht hier so einen Dienst irgendwie mit 4 Stunden. Und zwar Nachschub. Der ist alles ausgepackt in der Regel, der kann nichts kaputt machen, das ist ganz gut. Na, Verkäufer, Kassierer. Na, eigentlich müsste er noch früher anfangen, aber die erste Stunde lohnt immer nicht. Ein anderer frei. Naja, noch einer mehr, den wir bezahlen müssen. Gut, liebe Leute, merke, 5.100 würden so noch in den Konzern über für den überbleiben. Also reicht fast. Wir müssen auch nicht ausbauen, und keine Werbung. Also es reicht tatsächlich fast, um die Konzernkosten zu decken. Und wir haben 29.000 und ich denke, wir werden den Konzernpunkt kriegen, den wir brauchen für Schuhe. Sehen wir in der Folge morgen, liebe Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.